Ja, dann legen wir mal los. Willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute mal sofort alles ausgeben. Also ich weiß nicht, wie ihr es immer macht. Wenn die Clanspiele vorbei sind, ich hole mir die Rewards immer sofort, also nicht sofort ab, sondern ich gebe die einfach sofort wieder aus. Dann brauche ich nämlich nicht lange überlegen. Herr Toto, was machst du damit? Wartest du noch einen Zauber mehr oder wartest du noch eine Truppe mehr? Nee, ich hau die gleich raus und bist mal 4 Tage nicht hier. Passieren die unglaublichsten Dinge. Also, ich habe natürlich spannendes Clash of Clans gesehen. Ich habe leider nicht live gestreamt, aber das lag jetzt nicht an euch, sondern das lag natürlich an mir irgendwo. Und viele haben gefragt, auch einige über Line oder über Discord oder wo auch immer. Toto, was war los? Ich habe den ja wirklich kurzfristig abgesagt und ich sage dann sehr, sehr häufig, ihr könnt immer alles wissen, aber nee, alles essen, aber nicht alles wissen. Also, lass das einfach mein Ding sein, ist halt nicht so gewesen. Und war aber ein schöner Sonntag. Da könnte, ich denke mal, da stimmt er mir zu. War schönes Radfahrwetter. Wir waren, ich glaube, knappe 40 Kilometer haben wir uns richtig die Seele aus dem Leib gepowert und schönes Fest nebenbei mitgenommen. Also so habe ich doch dann lieber meinen Sonntag verbracht. Dann auch bis in die Abendstunden teilweise. Und das war mir einfach so ein bisschen lieber. Auch dann an dem Abend. Ist einfach mal so. Punkt. So, ja, wir wollten ja die Clanspiel-Rewards hier reinholen. Ich habe einen Bauarbeiter frei. Ich musste eben erstmal überlegen, was hast du eigentlich gemacht? Ja, meine dritte Luftabwehr ist endlich fertig geworden. Vierte habe ich schon vor 2, 3 Tagen angestoßen. Und Queen ist auf 59. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Worden noch einen Tag 19. Ja, gucken wir mal. Wir gucken hier mal rein. Ja, ich weiß nicht, wie ihr die Clanspiele gesehen habt. Also ich fand sie relativ mau. Ich habe auch nur 1600 Punkte gemacht. Also die letzten 4 Tage habe ich wirklich nicht viel Clash gespielt. Deswegen zeige ich euch ein bisschen Clash gleich. Das, was ich aber jetzt als erstes mache, damit das ganze Zeug hier auch reingeht. Ich mache das ganze Zeug erstmal eben leer. Und denn ich will das ganze Dunkle haben hier. Ich nehme diesmal nicht die Juwelen hier unten. Ich mache im Moment relativ wenig mit diesem Account hier. Deswegen nehme ich tatsächlich das Dunkle. Ich denke mal, sind irgendwie knappe 27.000. Nehme hier die Builder Potions, den oder das, wie heißt es eigentlich, das Book of Fighting. Und nehme hier, eigentlich brauche ich Zauberbuch nicht, aber ich nehme es einfach. Ich nehme das Zauberbuch. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Wir wollen ja alles gleich raushauen. Und das haben wir hiermit getan. Mal sehen. Ja, ich liege aber eigentlich mit 1600 noch ganz gut im Schnitt, glaube ich. Ich bin mit 1600 noch ganz gut dabei. Da ist der Thorsten, 1600, das passt. Aber ganz easy peasy haben wir das mal wieder über die Runden gebracht. Die nächsten gibt es ja erst in 9 Tagen. Dauert also noch ein bisschen. Und weil wir jetzt auch so schön viel haben, okay, das Ding hier ist jetzt, glaube ich, doch. Ah, doch, ist ganz schön am Deckel. Dann holen wir das Zeug mal raus. 213.000, da könnte man jetzt natürlich was mitmachen. King. Queen nicht, die kostet 236.000, aber mache ich nicht. Mache ich nicht, ich möchte nämlich mal wieder ein bisschen Clankrieg spielen. Deswegen habe ich mir überlegt, wir holen erstmal, machen erstmal diesen Kollegen frei, denn ich bin auch immer so nach dem Motto, was du hast, das hast du. Und hiermit habe ich ihn jetzt erstmal auf Max. Das heißt also, wir haben unseren Elektrodrachen hier auf Max-Level. Und was wollen wir eigentlich weitermachen? Ja, ich habe ja jetzt ein Buch noch dazu gekriegt und ihr habt das hier gesehen. Ich habe ihn jetzt mal öfter wieder gesehen, dass ihn Leute benutzt haben, in welchen Angriffen auch immer. Der Skelettzauber hier, den nehmen wir für 100.000 und machen ihn gleich fertig. Wir machen ihn gleich fertig. Ich weiß, mein Labor steht jetzt, ja, mein Gott, 7 Millionen habe ich hier jetzt nur. Also müssen wir hier farmen. Aber wir haben ja so ein bisschen was im CK auch verpasst, zeige ich euch, würde ich mal sagen. Jetzt springen wir einfach mal rein in die letzten beiden CKs. So, das ist ein Rathaus 10 auf 10 Angriff hier aus unserem vorletzten Clan. The Swarm hieß er. Und ja, ich weiß nicht. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt, muss ich sagen. Und das ist jetzt 13 auf 20 hier. Also die Bases waren unten bockschwer. Im Rathaus 9 Bereich haben wir uns auch unheimlich schwer getan. Und der gesamte CK gegen diese Truppe hier war eigentlich ein Dip-CK. Denn wir konnten unten mit unseren Neunern so gut wie nichts machen, wenn wir denn überhaupt welche hatten. Ja, wir hatten ja so ein paar. Aber der Clan, wer mal ein bisschen nachgoogelt oder vielleicht auch kennt, hat jetzt in der jetzigen Season spielen sie nicht mit. Aber sie haben, glaube ich, vor einem Jahr auch in der CWL mitgespielt. Sie haben, glaube ich, auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und
Haben dort also mitgespielt und sie haben das Clash of Clans nicht verloren, nicht verloren, nicht verlernt, muss man mal so sagen. Wir auch nicht, aber wir hatten für viele Bases komischerweise nicht so wirklich die Ideen. Und du guckst eigentlich auf so eine Base hier rauf. Ach, so gut kann es ja jetzt nicht sein. Ich meine, das eine oder andere ist noch nicht ganz auf Max 10, gar keine Frage, aber wie gesagt, es war so ein kleines Dipfest und hat er ja, glaube ich, ganz schön gemacht. Ich meine, so irgendwie kommt man ja so nicht wirklich durch so eine Base rein. Aber wir mussten dann auch wirklich vieles in die Waagschale werfen und ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen. Hier den Rafi, der ja auch schon mal ein bisschen höher angreift und auch eigentlich ein guter 10er Sternekämpfer ist. Hier hat es jetzt aber mal wieder so ein bisschen besser gepasst. Jetzt kommen da zwar noch so ein Max Tesla, okay, das ist jetzt Punktschaden, kleine Bombe. Und der Magierturm ist natürlich am schlimmsten. Gleich daneben ist klar eine Riesenbombe. Also die Base jedoch hart gefüllt mit Fallen und jetzt seht ihr auch mit den vielen Skelettfallen, da ist jetzt nicht mehr viel Hockrader über. Das war es nämlich. Es ist jetzt nur noch ein Tesla da und so ein paar eklige Skelettfallen. Aber Queen kann noch gezündet werden. Hier unten noch ein paar Bowler am Start. Mal gucken, wie viel jetzt nerven. Natürlich kurz mal die Skellies. Die tun jetzt der Queen und dem Bowler natürlich nicht weh. Aber Pech hast du dann natürlich immer. Wenn die Queen noch durch irgendeine Mauer muss, glücklicherweise war dieses ganze Compartment hier jetzt komplett offen, sodass sie sich eigentlich alles wegholen konnte hier. Die Bowler werden, ich weiß gar nicht, ob einer überlebt oder zwei, aber die Queen wird hier jetzt den Rest machen, ist jetzt noch zündbar. Also gutes Ding hier vom vorletzten Clankrieg ist das eigentlich, ist dieses eigentlich schon. Und ich gehe auch mal gleich ins Ergebnis rein. Die haben uns nämlich so richtig abgenutzt. 71-66, also null Chancen gehabt. Vor allen Dingen mal wieder nicht im unteren Bereich. Ich weiß im Moment nicht, was das Matchmaking soll. Vor allen Dingen nicht im unteren Bereich. Und wenn dir unten schon 8 oder 10 Angriffe fehlen, weil du auf unserer Seite hier, was haben wir denn hier gehabt? Wir haben hier Dreiblattblüte. Ne? Ich meine, ihr kennt Dreiblattblüte. Das ist der Ruler schlechthin. Das ist nämlich unser Scouter hier. Hier unten, dann haben wir mit Baby. Mit Gompi, mit Fairplay Forever haben wir hier echte Rathaus 9er, Rathaus 8er, Entschuldigung. Und beim Gegner sah das etwas anders aus. Da habe ich mit Nummer 20 die 25 gemacht. Und da sah so eine, die letzte Base leider so aus. Ja, und im Moment weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich mache ja keinen mehr Vorwurf. Also Matchmaking. FA. Und gucken wir mal in nächsten CK. Ich suche dir mal eben raus. Letzten CK jetzt. Und auch hier, ihr seht das, ich war mit dem Alex hier, weil ich dir mal wieder so ein paar CK-Sterne gönnen wollte und wir wollten eigentlich auch ein 30er Clankrieg spielen. 24 auf 29 hier. So ein bisschen abgewandelter, wie soll man sagen, abgewandelter Falcon. Vielen lieben Dank nochmal an den Marco, der hier kurzfristig war. Ich glaube, er ist aus der Hannover Family und war hier mit einem Rathaus 9er, weil sein Clan wohl schon etwas eher gestartet hatte. Da hat er dann gefragt, ey, guck mal da hinten, ne, die Troll-Teslas da hinten in der Ecken. Und die sind in allen Ecken hier. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Und der hat mir diese Truppe hier vorgeschlagen und hat da selber auch mit angegriffen. Geht eigentlich auch ganz gut. Vor allen Dingen, wenn hier ein Hund aus der Clanburg kommt, der ist jetzt nicht ganz so schlimm für so Walküren. Ich habe keinen Sprung dabei, sondern ausschließlich, die sollen sich ausschließlich mit Wut und Heil hier durchfressen. So will ich es mal sagen. Und außen gehen jetzt noch welche. Jetzt kommen. Ja, das hatte der Gegner leider auch hier häufig. Ja, vier Ecken-Teslas. Naja. Sei es drum, da trollst du natürlich. Ich meine, einmal trollst du rein mit irgendeiner Truppe. Notfalls nimmst du halt vier Bogis mit und setzt sie in die Ecken. Ob die dann sterben oder nicht, ist egal. Aber wenn du es natürlich erstmal weißt, dann fällst du nicht unbedingt ein zweites Mal drauf rein. Oder der Angreifer kann sich natürlich super drauf fort oder einstellen. Und King ist noch ganz, Queen ist noch zündbar. Also das geht ganz gut hier, die Truppe. Kann ich euch empfehlen. Ich meine, wer sie vielleicht sowieso selber schon so nimmt, der weiß, dass sie recht gut ist. Ich habe jetzt das erste Mal überhaupt mit der Truppe so angegriffen. Ich meine, mit dem Falcon jetzt nicht. Aber ich habe jetzt nicht einen klassischen Queen Walk vorweggelegt, sondern habe das halt so ein bisschen abgewandelt gemacht. Habe halt meine Heiler eigentlich mit dann in die Haupttruppen reingepackt. Und ich glaube, das war ganz gut. Ja, der Golem macht da sein Werk, die beiden Golems. Ja, ich meine, so ein Tesla macht jetzt nicht wirklich Schaden, selbst nicht auf so einem kleinen Golem.
Der tankt den ganz locker weg. Und dann sind das hier, glaube ich, vom Alex vernünftige Sterne gewesen. Also mit dem bin ich im Moment wieder ein bisschen am Sammeln. Aber ich bin auch mit Alex in meinem Clan Herausforderer. Das habt ihr vielleicht gesehen. Und hier wieder der Klassiker. Riesenbonbon noch in den Ecken. Ach Leute, was soll man dazu sagen? Naja, egal. Gucken wir uns noch einen zweiten von ihr an. Und dann komme ich nochmal mit Alex zurück. Ich komme nochmal auf den Alex zurück, denn ja, im Clan Herausforderer, vielen lieben Gruß an alle, die sich da ab und zu mal verlieren. Der Clan ist ja jetzt schon seit 2 oder 3 Wochen einfach auf. Ich habe den einfach aufgemacht, wenn ihr euch da verliert und mal guten Namen, guten Tag sagt, ich lese das. Aber ich komme natürlich meistens dann nicht unbedingt rein, weil ich natürlich nicht aktiv lese, aber ab und zu bin ich dort mal und spiele den Toto und habe noch einen Account von Alex gefunden. Habt ihr vielleicht auch, die da waren, haben das bestimmt gesehen. So ein kleines Rathaus 4 ist auch wieder ganz, das ist so ein typischer Alex-Account. Rathaus 4 und keine Gems mehr. Ne? Er ist echt geschafft, in den ersten 3 Rathausstufen mal eben alle 500 Gems durchzuballern. Für irgendeinen Mist Truppen schnell vorgeben oder was auch immer. Den Account versuche ich gerade so ein bisschen zu retten. Einfach so ein bisschen aus Spaß und der Freude. Ich habe die Accountdaten auch gar nicht. Ich habe den Account bei mir auf dem Tablet gefunden, auf meinem alten Tablet. Habe ich gesehen, dass der Alex den da mal eingerichtet hat und kenne da gar nicht das Kennwort. Das heißt, das muss ich mir mal irgendwie eher schleichen, wenn er es kennt. Ich glaube, er wird es auch nicht mehr kennen, weil das ein Account, glaube ich, ist von ihm, vom iPhone oder so. Aber ist nicht so schlimm. Die Laura hier hat hier ein Rathaus 11 genötigt, also sie 12, der Verteidiger Rathaus 11. Und solche Sachen kamen dann leider auch noch in diesem Clan-Krieg. Also das ist gegen den Clan Perscutted. Und auch der Clan, ein CBL-Clan. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Auch der Clan hier voll in der Liga aktiv. Ich weiß noch nicht, ob jetzt in der jetzigen Season, oder nee, die waren das glaube ich gar nicht. Ich glaube, sie sind es gar nicht, aber die haben schon gegen Elite Gaming gewonnen. Wir haben, glaube ich, 2 Tage vorher gegen DLZ gespielt oder sowas. Man kriegt das heraus über Clash of Stars, auch von den Clans. Und auch wenn sie ihr Lock ja nicht frei haben. Und ja, das auch hier wieder bockschwer und ein Dipfest vorm Herrn für uns. Leider. Muss ich sagen, leider. Und wenn du dann auch noch solche Angriffe hier machen musst, ich meine 4-7, das ist ja jetzt nicht weit weg. Das ist nicht weit weg. Und du hast dann leider noch nur noch so ein paar Hexen gegen einen Magierturm. Das ist natürlich schon super, super schwer hier, keine Frage. Ich meine, jede andere Verteidigung hätte es nicht geschafft, aber der Magierturm packt das natürlich. Und die Hexen, so schnell kriegen die leider ihre Sachen auch nicht gezaubert. Und die beiden, 14 Sekunden, aber eine Hexe ist noch dabei. Und eigentlich schön abgelenkt, gerade von den Skeletten. Leider sind die ein bisschen zu weit weg. Und so ist das hier 99er. Willkommen im Club der 99er, Laura. Und ich springe jetzt aber nochmal auf den Alex, weil den auch diesen Clankrieg hier leider haben wir auch richtig verloren. 86-80, also im Moment sieht unser Lock nicht so nett aus, weil wir wirklich auch zweimal so ein bisschen Pech hatten mit unseren Gegnern. Die hier muss ich mal gerade in die Clan-Beschreibung gucken. Ich glaube, hier stand es nicht drin. Doch, hier stand es drin. Ihr könnt das gerade lesen. Hier stand das auch drin. Und bei dem Clan The Swarm, ich meine, die waren wenigstens so niedlich. Halt, bin ich denn jetzt? Let's Limit Those, My Team Warlock. Die waren wenigstens so nett, das fand ich sehr, sehr niedlich. Und hatten hier Noodles, die grüßen immer ihren Gegner. Und hier stand, glaube ich, GL Noodles and Gravy. Also fand ich sehr, sehr nett. Und, aber wie gesagt, was natürlich nicht nett war, dass sie uns so abschießen hier. Aber einen Clan will ich noch erwähnen, auf den springe ich jetzt und zeige euch noch anschließend einen richtig netten an. Und wenn es jemand verdient hat, dass ich ihn einmal in einem Video benenne, obwohl er meine Videos sicherlich nicht gucken wird, ist es der Jan. Mit dem habe ich mich nämlich hier beim Clan City Sable so ein bisschen gefetzt. Und dann meinte er, er müsste mich auch beleidigen, blöder alter Sack, du doofer Penner und weiß der Geier noch was, was ich mir hier anhören musste. Aber das ist ja manchmal so in so einem Clankrieg, wenn es ganz, ganz eng wird, alle verkacken und jeder schiebt den anderen die Schuld in die Schuhe. Ja, warum hast du das nicht gemacht, warum das nicht? Ist halt so, Mensch Leute, ist ein Spiel, aber trotzdem muss man dann nicht gleich abwertend oder irgendwie ausfallend werden wie der Jan, aber ich zeige trotzdem seinen Angriff, denn ich fand ihn jetzt mal ganz, ganz abgesehen vom Spieler, der sich mir gegenüber asozial verhalten hat, fand ich den Angriff ganz in Ordnung.
auch nicht asozial. Mein Gott, er hat ein paar Mal Penner gesagt und blöder, blöder, Sack, hau ab und so weiter. Aber ich bin immer noch da. Und wir gucken einfach mal rein, was er hier eigentlich gemacht hat oder wie war eigentlich die Situation. Es stand 57 zu 57 bei, ich glaube, 87,8% für den Gegner und 87,7% für uns. Das heißt, uns fehlte 0,1% und diese Base hier, sie musste einfach mit 82%, glaube ich, belegt werden, denn hier waren schon zwei Sterne drauf, aber mit ganz wenig Prozenten und der Jan hatte hier den letzten Angriff. Also es war, dieser Klangkrieg war so spannend, das ist eigentlich nichts mehr für mein Herz, aber egal. Und ich habe gedacht, Alter, meine, okay, der hat keinen Warden, ja. Aber jetzt haut er hier einen Drei-Sterne-Angriff raus, also kommt entgegen des Rathauses mit Karre, mit allem, was er rein, drin hat, also wirklich Waagschale hier voll reingeworfen in den Angriff hier. Was wir natürlich so ein bisschen wussten, du kannst das Rathaus schnecken. Die Truppen hier hinten müssen nur abgelenkt sein. Aber ich hab erst gedacht, na mein Gott, wir haben uns so ein bisschen ausgerechnet. Holst das Rathaus mit dem King, das hätte gereicht, das schafft man. Und holst die anderen Prozente dann wirklich mit deinen restlichen Truppen. Nee, das wollte er dann anders machen. Und aber ihr seht das jetzt schon. Jetzt sind hier die beiden Bogenschützentürme weg und hier hinten hat er jetzt ganz niedlich zwei Bogenschützen. Wunderbar gemacht. Und aber immer noch nicht gewonnen das Ding. Und ich meine, es feuert ja noch so ein bisschen was. Glücklicherweise geht die Queen hier jetzt ein bisschen nach außen und macht hier jetzt noch den Inferno, den Tesla hier weg und auch den Minenwerfer, denn er hatte nur noch ausschließliche Truppen, die wären dem Minenwerfer so ein bisschen ausgeliefert gewesen. Und 83%, zu dem Zeitpunkt wussten wir, ich glaube, das ist das Unentschieden. Ich glaube, das war das Unentschieden bei 83%. Und oh, Riesenbombe da nochmal. Echt krasses Ding. Wir haben ja wirklich gezittert in den letzten, es waren wirklich Sekunden, Minuten. Da können wir gleich reinschauen. Und Hammerteil hier. Gegen so einen Clan, auch hier das Matchmaking völlig unverständlich. Ich meine, wir haben ja keine Elfer im Clankrieg, das wisst ihr. Beim Clan Disabled, wir machen only 10-9. Und wenn du dann hier oben einen Elfer hast, der so aussieht, und der erste Elfer hatte auch einen Adler auf 2, also eine ziemlich starke Rathaus 11 Base, und die haben natürlich auch nicht schlecht angegriffen, denn die beiden Elfer hier haben natürlich ganz easy peasy zwei Zehner bei uns gemacht, aber das war so knapp hier, und deswegen. Musste ich das eigentlich erwähnen, bevor es rausläuft? Ihr seht, wir sind schon wieder im Clankrieg und der Clankrieg läuft mir sonst raus. Also 12 Minuten hat er noch gehabt. Der Jan hat alles reingehauen. Die Säbel Java nochmal, Navi auf die 10. Das waren hier nochmal 2 Sterne auf 9er. Navi hat Nummer 10 gemacht und die Säbel Java den letzten hier. Also bockschwer, muss man so sagen. Und ich fand es sehr, sehr gut. Es war sowas von ultra spannend, auch so Ergebnis. Seht ihr hier jetzt, wir haben glücklicherweise dann halt die 98,15 gehabt. Die sind bei 97,9 oder 8 stehen geblieben. Es war ein Herzschlagfinale hier und der CK danach, ich glaube, wir haben auch den CK danach gewonnen. Ihr seht das hier, 45. Noch 5 CKs ist diese scheiß Lok hier endlich super grün. Also 1, 2, 3, 4, 5, dann ist alles raus hier, was hier rot ist. Also ist schon beeindruckend, aber es ist auch, boah, es ist ein Nervenspiel hier. Letzten CK wieder mit Full House gewonnen, 45-33. Also hier läuft es und Glückwunsch an Disabled mit der Serie hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich habe einfach mal so ein bisschen quer durch den Garten gezeigt, weil sich bei mir im Moment ein bisschen weniger abspielt und auch zeitlich ein bisschen eng ist. Ich kann euch mal wieder die Uhrzeit anblenden, wann ich hier mal wieder aufnehme. Ne? 22:03 Uhr. Und der Toto macht noch ein Video für euch. Also, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bis dahin, euer Toto. Bleibt stark.